Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Towncraft. Ja, heute habe ich mal die Musik bei mir nicht an. Ich werde die im Video reinschneiden. Ihr hört jetzt Musik, ich höre keine. Ich spiele hier gerade über mein Soundsystem. Ich hoffe, das klappt alles, weil ich habe jetzt einfach nur Bock gehabt, nochmal aufzunehmen. Ich habe gerade offscreen mir mal ein paar Wirings gemacht und rausgefunden, wie man Uranium Dust macht. Nämlich indem man Dingens reinsteckt. Wie nennt es sich? Das Grüne. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mal, war hier nicht nur eins? Boah, jetzt gib es doch nicht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Da oben ist er. Wie heißt es? Uranium, genau. Uranium. Wenn man das in den Mass Raider packt, was man abbaut. Also ich kann es ja mal machen. Hab übrigens aufgegriffen gerade wieder alle Erze, die ich von der Turtle bekommen habe, mal schnell in die Pulver reingepackt. So. Toll. So, mal schnell weghacken und dann kann man es abbauen. So, wenn man jetzt das Uranium-Ohr in den Mass Raider packt, ich pack's jetzt auch mal in Pulverizer, vielleicht bekomme ich da irgendeinen Bonus raus, das weiß ich nur nicht. Warte mal, steht was da, Pulverizer. Nö, gibt's kein extra, okay, also nimmt sich nicht viel, also kann ich es auch in den Mass Raider packen. Mein Ziel war, den Industrial Blast Furnace zu bauen. Dafür brauche ich sehr viel Kupfer und Nickel. Habe ich viel Nickel? Hab ich hier nicht irgendwelches gehabt? Da, Nickel Ingot. Ja, hier ist keins. Wo ist es denn? Da ist Nickel. Packen wir es auch mal hier rein. Und übrigens wollte ich gerade, da war es Stahl, das ja bauen. Deshalb habe ich die Wirings im Inventar. So, okay. Wirings und ringsrum Eisen. So, alle 8 Dinger verbaue ich jetzt mal. Und wenn ich die jetzt hier reinpacke, kriege ich 5 Eisen? Nee, will ich nicht. Wie ging das jetzt weiter? Fuck. Wo war das? Platten hier, genau. Im Blast Furnace muss ich das verbrennen oder was? Nee. Shaped Crafting. Ich verstehe das nicht. Fuck dich doch, Junge. Ich brauchte aber eine Steel-Dingenhülle. Ne, nicht die. Die kann ich mir nicht leisten. Nein, den brauche ich. Da ist die Meshen. Den Meshen-Part habe ich ja. Und ich brauche eine Stahlplatte. Vielleicht muss ich das Ding in die Plate Bending Maschine tun. Ich gehe mal wieder zum Barry. Habe ich die dabei? Ja. Ach Mensch, ich will auch eine Solarplatte endlich mal haben. Aber wie gesagt, alles nicht so einfach. Vielleicht hat er ja schon so ein Industrial Blast Furnace. Assembling Industrial Electrolyzer. Er hat schon so ein Steel Machine Hall. Aber das nehme ich mir lieber nicht. Sonst kriege ich richtig Ärger. Und außerdem würde ich das gar nicht machen wollen. Ich ver-
verstehe nicht, warum. Nein, nicht die Kiste. Wo ist denn der Mineral Quench? Der wäre ja da. Ich verstehe es nicht, warum jetzt wieder Iron Ingot rauskommt. Tinker Table wird es gebraucht. Wartet mal, Tinker. Wenn ich jetzt wüsste, ob das die Maschine ist, dann wäre ich ein bisschen schlauer als vorher. Was macht der? Den weiß ich immer nicht, wie der funktioniert. Ja, das hat er ja falsch gemacht, oder? Schau mal ab, schnell. Hat er einen Motor hinten dran? Ich will nur wissen, ob er einen Motor hinten dran hat. Ne, hat er nicht. Ja, also hat er es falsch. Oh, Steel Boots, ich sehe das Stahl schon, ey. Nicht irgendwo noch ein Dirt. Irgendwo wird er das wohl noch haben. Wie gesagt, kein Bock noch mehr abzubauen. Am Ende muss ich sie wieder hinsetzen. Und auf Dirt wird er jetzt wohl ja nicht sagen, oh nee, das muss man wieder hergeben. Mit der warum backe ich in der Wand rum? So, steht wieder alles. Ach Mensch. Die hier brauche ich auch gleich. 4 Stück brauche ich davon, kriegt man 3 Stück raus. Das heißt, ich muss das zweimal erfüllen. Die könnte ich auch bauen. Es liegt nur an den hier. Weil ich da das hier wieder brauche. Carbon Plates. Und da müsste ich jetzt Kohle in den Pulverizer geben. Das könnte ich ja mal machen. Der Barry hat so viel Steel Chestplates. Richtig krass. Barry rather backed. Ich gucke übrigens. Nein, ich hatte ja nichts in der Hand. Barry, ich gucke nur, falls du das irgendwie sehen solltest. Ich würde mich annähern, mal was. Ich würde gar nicht klauen wollen. Das habe ich nachher gekonnt. Ach, ich habe übrigens offscreen gestern mal am Laptop mal kurz geguckt nach der Turtle. Hab mir gedacht, an der Zeit, wie die weiterarbeitet. Fliegst du mal ein bisschen durch die Gegend. Hab dann wieder so ein Irrlicht gefunden und der hatte Dingens. Ja, warte, das kann ich euch zeigen. War ja wieder eine Truhe. Und da war. Hab ich das hingetan? Hier Dingens. Das ist ja alles drinne. Efficiency 1 Dingen, das in Ruby, was man damit machen kann, weiß ich nicht. Ey, ich sehe gerade was richtig Geiles. Leute, habt ihr das auch gerade gesehen, was ich gesehen habe? Wie viel ist diese Scrapbox an EU erzeugt? Im Generator. Ja, eigentlich voll wenig. Huck. Scheiße. Jetzt damit vergleiche, da macht er 16k. Die macht ja. Ach nein, ich dachte 7000k. Also, das wäre ja total OP gewesen.
Aber leider nein. Passiert mir nicht Flint. Schreddere, sage ich immer. Ich sage immer Schreddern. Klingt irgendwie sinnvoller als Mathratern. Tiny Pile of Flint Dust. Ich will auch mal einen Mass Fabricator bauen. Ich weiß auch, wie der geht, aber Rohstoffe fehlen. Und Strom, der fehlt auch noch. Dazu brauche ich hier dieses hässliche Carbon, das ich ja gerade machen wollte beim Barry, aber brauche ich schon wieder Kohle. Hier im Coke-Ofen noch welche. 11. Ja, komm, diese 11 Kohle schnapp ich mir jetzt. Komm mal, schnapp sie dir. Ich müsste Titanium endlich mal herstellen können. Aber das ist alles immer so komplex. Wo will ich denn schon wieder hin? Ich habe noch einen Pulverizer auf dem Grundstück stehen. Und wo ist er? So, komm, oh, guck mal, wie schnell die geht. Coal Dust, Coal Dust, Coal Dust. So, habe ich noch nicht irgendwo welchen liegen gehabt? Da war es ja. Das Carbon-Fieber-Kabel, Dingens, Gedöns. Das ging ja so herzustellen, genau. Kann ich auch den. Ne, Coke, also geht mal nach Hause, die tue ich da nicht rein. Ne. So dick habe ich dann auch nicht. Dass ich da mein gutes Zeug rein tun kann. War jetzt gerade ein ganz dummer Gedanke. So, okay, das tun wir hier rein. Der ist ganz fleißig gewesen, seht ihr. So. So, jetzt habe ich drei solche Dinger. Wenn ich die zum Kompressor packe, müssen die ja eigentlich zu dem anderen Gegenstand werden. Also die Scrapboxen schon verbrannt? Nee, noch nicht. Solar Panel. Ich brauche einfach nur diesen Blast Furnace, damit ich diesen komischen hier Silicon Plates machen kann. Ach Mensch. Das ist doch Fuck. Sonst habe ich Carbon Plates. Drei Stück. Aber die bringen mir ja auch nichts. Da ich ja das Silikon nicht habe. Obwohl, also eine Solarplatte wäre so OP, Junge. Wisst ihr das eigentlich? Weil, wenn die nämlich da wäre, könnte ich nämlich dauerhaft eine Stromversorgung haben. Wenn ich das hier nämlich sehe, ist das hier nämlich dann für Strom verbraucht, beziehungsweise... Tue ich in den ganzen Scrap hin, den könnte ich eigentlich hier rein transportieren lassen.
Ja, und die Pipe ist genau darunter gefallen. Hat. Hat irgendjemand Wetter geändert oder was? Oder warum steht es da unten? Transport bei müssen. Oben? Nee, nee, nee. Ja, mach ich halt neue Fenster. Red ich da nicht hier auch um heißen Brei herum? Aber wenn ich richtig in Erinnerung habe, ist das hier falsch angeschlossen. So, ich meine Wrench. Ich baue nichts ohne Wrench wieder ab. In den Geräten. Oh ne, den könnte ich auch so abbauen, oder? Ja, genau, gut. Okay, hatte ich noch richtig in Erinnerung. So, wo habe ich die Kabel noch eingelegt? Da. So. Bisschen Strom erzeugen. Und wenn ich jetzt hier einen Redstone. Oder erstmal pennen gehen, mal. Und dann sagt, wenn es zu dunkel ist. Ich muss auch in den nächsten Folgen mal ein Dach bauen, ne? Könnte ich langsam mal machen. Oh, Andy. Was ist los? Google Mail. Herzlichen Glückwunsch, dein Video wurde hochgeladen. Das ist schön. Waren gerade die Newsix vom 21. September übrigens. Ein Redstone Engine, genau, die habe ich gesucht. Jetzt kam es nicht, der Gedanke. Was wolltest du? Eigentlich schon wieder. Das kam jetzt schon wieder in meinen Kopf. Könnte mal einen Overclocker da reinpacken, damit er mal ein bisschen schneller arbeitet. Und 10 Eimer wieder von diesem Öl. Ja, ich kann ja mal die Pumpen machen. Scheiß drauf, Pumpe, Junge. Und ein Redstone Engine. So, dann wird er nämlich das ganze Scrap hier rein transportiert. So, das freut mich ja. Dass das alles so funktioniert, wie ich das will. Aber der Mass Fabricator, boah, da brauche ich diese Advanced Blocke schon wieder. Ich finde das ja geil.
Ist ja auch nicht überhaupt nicht kompliziert oder so. Ach wo. Acht von den normalen Hybrid-Dinge. Oder ein Advanced sind das hier, da würde ich sogar sagen. Ist das hier ein bisschen schwerer? Yo-Yo Matter. Den Plutonium Dust wollte ich da eigentlich machen. Aber guck mal, wie viel EU das braucht, ey. Der Mass Fabricator, da kann ich noch lange davon träumen. Derzeit kann ich den hier gerade mal so laufen lassen. Deshalb so eine Solarplatte und alles wäre in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist ja nicht alles so einfach, wie es klingt. Erstmal wäre die mir ja übelst lol, wenn ich die hätte, wäre. Boah, ich würde mich so freuen. Silicon Plates. Hängt alles nur an denen ab. Ich finde das so lustig. Nur wegen so einen hässlichen Drecksdingern habe ich keinen Strom. Keine richtige standhafte, die immer da ist. Und für die Windmühlen, ne. So viel Gold habe ich gar nicht, um hier auf 140 zu bauen. Dann müsste ich auf die Höhe gehen. Aber ich könnte schon mal. Weil ich werde Windparks bauen, hundertprozentig. Weil es einfach total effizient ist auf der Höhe. Ich könnte schon mal hier drüben. Die Ecke wollte ich das nämlich dran bauen. Den Kanal dafür bauen. Also das ist jetzt zwar ja nervig, man da Daugeklicke bis da hoch, aber kann ich ja auch nichts dafür. Da kann ich auch nichts dafür. So was würde ich immer gerne offscreen machen, aber darf ich nicht. Das schreiben die Vize-Beast-Regeln bei Towncraft. Offscreen nichts machen, was das Haus verändert. Eigentlich habe ich schon so oft dagegen verstoßen, aber da kann ich ja nichts dafür, dass die Aufnahmen abkacken. Und ich das nicht mitkriege. Ich gucke jetzt schon so oft wie möglich immer oben, ob noch Rot da ist, dass der noch aufnimmt. Um einfach nur sicher zu gehen, dass es klappt. Trotzdem immer kann ich nicht garantieren. Schließlich will ich eigentlich, nur zocken. Irgendwann habe ich habe auch keine Bock mehr auf Testaufnahmen. Ich mache jetzt immer nur noch so ein Lalala und dann ist gut. Wenn ich Musik im Hintergrund höre, die Stimme in Ordnung ist und so und dann alles, dann ist das fertig. Dann mache ich da nicht hier irgendwie ein Drama. Und ihr habt auch schon vielleicht gemerkt, dass das Mikrofon seit den Musics jetzt schon ein bisschen besser klingt. Dann nehme ich mal ein bisschen anders gestellt. Und seitdem klingt das viel besser. Ist auch besser.